Ein kleiner Piekser mit großer Wirkung. Eine Spritze kann vor Krankheiten schützen, Beschwerden lindern oder gar Leben retten. Das, was der Arzt hier in die Spritze aufzieht, ist eine sterile Arzneimittellösung. Aber wie kommt das Arzneimittel eigentlich in dieses Fläschchen? Genau das zeigen wir Ihnen jetzt. Hier im Wasserburger Arzneimittelwerk werden sterile Injektionslösungen hergestellt. Ein Kunde, der ein Medikament entwickelt hat, erteilt den Auftrag zur Produktion. Das Wasserburger Arzneimittelwerk ist also ein pharmazeutischer Lohnhersteller. Um ein Injektionsarzneimittel herzustellen, braucht man, stark vereinfacht gesagt, mindestens zwei Zutaten. Natürlich den Wirkstoff und Wasser. Was unbedingt vermieden werden muss, sind Keime. Bei der Herstellung von Injektionsarzneimitteln muss das Risiko einer Keimübertragung immer so gering wie möglich sein. Beginnen wir mit dem Wirkstoff. Hier werden die verschiedenen Rohstoffe aufbewahrt. Nur so als Größenordnung. Mit der Menge an Wirkstoff, die sich zum Beispiel in diesem blauen Behälter befindet, können 130.000 Fläschchen mit Arzneimittellösung hergestellt werden. Alle Substanzen müssen natürlich beste Qualität und Reinheit aufweisen. Wie das gewährleistet wird, dazu später mehr. Der Wirkstoff wird abgewogen. Ab jetzt finden alle Produktionsschritte in keimarmen Räumen statt. Alle Mitarbeiter tragen daher Schutzkleidung, damit sie keine Keime übertragen. Die Wagen sind geeicht und wiegen bis auf ein Milligramm genau. Der abgewogene Wirkstoff wird in der jeweils benötigten Menge sicher abgepackt und zum nächsten Schritt transportiert. Die Substanz steht hier in dieser versiegelten Alubox bereit. Komponente 2 ist, wie gesagt, Wasser. Das muss nahezu keimfrei sein. Deshalb stellt das Wasserburger Arzneimittelwerk es selbst her. Aus Trinkwasser wird in zwei Verfahrensstufen sogenanntes WFI, Wasser für Injektionszwecke, gemacht. Die Lösung wird in solchen Edelstahlkesseln angesetzt. Bis zu 600 Liter passen in diesen hieran. Mithilfe einer Bodenwaage, auf der der Kessel steht, kann die eingefüllte Menge Wasser exakt gemessen werden. Im speziellen Wasser für Injektionszwecke wird nun die vorher abgewogene Substanz gelöst. Also Wasser plus Wirkstoff. Und damit der sich auch perfekt löst, müssen auch die Temperatur und der pH-Wert stimmen. Jede Arzneimittellösung hat hier quasi ihr eigenes Rezept. Die Lösung ist nun hergestellt. Es folgt Schritt 3, die Filtration. Die Arzneimittellösung wird natürlich nicht einfach abgefüllt, sondern zunächst gefiltert. Der Filter steckt in diesem Edelstahlgehäuse. Und die Poren dieses Filters sind so winzig, dass kein Keim durchkommen kann. Vom Kessel gelangt die Arzneimittellösung durch Filter zur Abfüllung. In unserem Beispiel in solche kleinen Fläschchen, in der Fachsprache Vials genannt. Natürlich müssen auch diese Vials rein und keimfrei sein. Daher werden sie direkt vor dem Befüllen in einer speziellen Waschanlage behandelt und anschließend in einem Heiztunnel bei 300 Grad sterilisiert. Das überlebt kein Keim. Jetzt wird die Produktionskette nicht mehr unterbrochen und die Mitarbeiter greifen nicht mehr ein, um das Keimrisiko so weit als möglich zu minimieren. Deswegen läuft nun alles automatisch und sozusagen in einem Rutsch durch. Die Vials kommen, sterilisiert, direkt auf ein Band, das sie zur Abfüllanlage befördert. Mit diesen dünnen Nadeln hier wird die gefilterte Lösung eingefüllt. Die befüllten Vials bekommen nun noch einen Gummistopfen. Aber, wie Sie sehen, die Stopfen werden nicht ganz eingedrückt. Sie sitzen nur halb im Hals der Fläschchen. Das ist entscheidend für den nächsten Vorgang. Die mit der sterilisierten Flüssigkeit befüllten Vials werden auf Förderbändern weitertransportiert und hier sanft auf eine Sammelfläche geschubst. Reihe für Reihe. Ist sie voll mit Vials, wird das Flaschenpaket komplett auf den Wagen geschoben. Der Roboterwagen macht alles selbstständig und bringt die Vials zum Gefriertrockner.
und das gesamte Weil-Paket wird nun auf eine Stellfläche im Gefriertrockner geschoben. Der Gefriertrockner ist eine hochkomplexe technische Anlage und so groß, dass viele dieser Weil-Pakete übereinander in seinem Inneren Platz haben. Durch ein kleines Fenster an der Rückseite des Gefriertrockners können Sie sehen, wie hier die Weils hereingeschoben werden. Was passiert jetzt im Gefriertrockner? Aus der Flüssigkeit wird ein trockenes Pulver gemacht, denn als Pulver ist das Medikament mehrere Jahre haltbar. In Lösung würde der Wirkstoff rasch durch chemische Prozesse zerstört werden. Die Gefriertrocknung ist ein technisch sehr aufwendiges Verfahren. Für jedes Produkt gibt es einen eigenen, speziell angepassten Prozess. Kurz gesagt, wird die Flüssigkeit in den Fläschchen erst einmal tiefgefroren. Dann wird in einem komplexen Zusammenspiel aus Vakuum und unterschiedlichen Temperaturen schließlich das gefrorene Wasser in mehreren Schritten komplett entzogen. Damit das Eis in Form von Wasserdampf entweichen kann, ist es wichtig, dass die Stopfen nur halb eingedrückt auf den Fläschchen sitzen. Der ganze Prozess kann, je nach Produkt, durchaus mehrere Tage dauern. Erst wenn nur mehr ein trockener Substanzkuchen in den Fläschchen zurückbleibt, werden die Gummistopfen noch im Gefriertrockner automatisch vollständig eingedrückt. Die Vials sind somit dicht verschlossen. Die Fläschchen werden anschließend wieder aus dem Gefriertrockner entladen, direkt zur sogenannten Verbördelung. Auf die Gummistopfen kommt jetzt zusätzlich noch eine Schutzkappe aus Aluminium. Die Vials sind somit sicher verschlossen. Erst jetzt besteht für das Arzneimittel keinerlei Risiko der Verunreinigung mehr. Der Mensch kann wieder eingreifen. Die Vials werden verpackt. Dabei entnehmen die Mitarbeiter Muster für die Prüfungen der Qualitätskontrolle. Auf Paletten gesammelt wird das Produkt im temperaturkontrollierten Lager aufbewahrt. So produziert man also ein Injektionsarzneimittel. So weit, so gut, so einfach? Nicht ganz. Jetzt zeigen wir Ihnen mal, was noch alles dahinter steckt. Nochmal zurück zum Anfang. Bevor man überhaupt mit der Produktion beginnen kann, muss eine ganze Menge von Vorgaben erfüllt sein. Da sind zum einen das deutsche Arzneimittelgesetz und die weltweit geltenden GMP-Regeln. Dazu kommen gesetzliche Anforderungen anderer Länder. Die USA, Europa und der Rest der Welt haben alle noch weitere Vorgaben, die natürlich ständig aktualisiert werden. Zum anderen sind die Vorgaben der Zulassungsunterlagen des jeweiligen Kunden zu beachten. Alles gilt es strikt einzuhalten. Die Rohstoffe müssen beste Qualität und Reinheit aufweisen. Daher wird jeder Wirkstoff vor der Verarbeitung kontrolliert. Das heißt, eine Probe wird entnommen und vor der Produktion im hauseigenen Labor genauestens untersucht. Erst wenn es für einen Rohstoff grünes Licht gibt, darf er verarbeitet werden. Alle Räume, die mit der Produktion zu tun haben, sind sogenannte Reinräume. Besonders ausgestattete, desinfizierte Räume, in denen strenge Hygienevorschriften eingehalten werden müssen. In dieser Übersichtsskizze können Sie sehen, es gibt vier verschiedene Reinraumklassen. Die kritischen Produktionsschritte wie Abfüllung und Gefriertrocknung finden natürlich in Reinräumen mit der höchsten Hygieneanforderung statt. Hier gelb eingezeichnet. Spezielle Hochleistungsfilter und ein ausgeklügeltes Überdrucksystem in der Produktion sorgen dafür, dass keine Partikel in diese sogenannten Sterilräume gelangen können. Überdruck und Temperatur werden rund um die Uhr kontrolliert und aufgezeichnet. Und keine Tür geht hier einfach so auf. Mitarbeiter und sämtliche Gerätschaften gelangen nur über Schleusen oder Sterilisatoren rein und raus. Apropos Mitarbeiter. So unersetzlich der Mensch ist, er bleibt das größte Keimrisiko. Daher tragen alle Mitarbeiter spezielle Schutzkleidung. Je sensibler der Arbeitsbereich, desto aufwendiger die Kleidung. Sämtliche Geräte werden vor der Benutzung aufwendig gereinigt und in einem sogenannten Dampfautoklav mit Druck und einer Temperatur von 121 Grad Celsius sterilisiert. In allen Reinräumen findet man diese Petrischalen. Damit wird der Keimgehalt der Luft kontrolliert.
Die Schalen werden täglich eingesammelt und nach ein paar Tagen im Brutschrank werden im eigenen mikrobiologischen Labor die sichtbar gewordenen Keimkolonien gezählt. In den Reinräumen und an den kritischen Positionen der Abfülllinie wird rund um die Uhr 7 Tage die Woche Luft eingesaugt und die Partikelmenge in optischen Geräten gemessen. Wie vorhin schon gezeigt, wird jede Injektionsmittellösung keimfiltriert, bevor sie abgefüllt werden kann. Die Filter werden vor und nach der Verwendung getestet und auf eventuelle Fehler überprüft. Was möglich ist, wird gemessen und überwacht. Immer auch während der verschiedenen Arbeitsschritte in sogenannten In-Prozess-Kontrollen. Bei verschiedenen Stufen der Herstellung eines Produktes werden immer wieder Proben genommen und geprüft. Zudem wird jeder einzelne Arbeitsschritt von den Mitarbeitern sorgfältig protokolliert. Wenn irgendwo ein Fehler auftauchen sollte, kann er so frühzeitig erkannt werden und vor allem auch für jeden einzelnen Schritt und jedes Produkt lückenlos nachvollzogen werden. Sie sehen also, es steckt ein immenser Aufwand hinter der Produktion von aseptisch hergestellten Injektionslösungen. Und das war noch nicht alles. Zurück zu dem Punkt der Produktion, an dem wir vorhin stehen geblieben sind. Die Vials sind mit Pulver gefüllt, sicher verschlossen und auf diesen Paletten gelagert. Aber auch jetzt kann das Produkt noch lange nicht ausgeliefert werden. Es folgen nämlich weitere Kontrollen, zum Beispiel die Sichtkontrolle. Jedes Fläschchen wird von geschultem Personal auf Qualitätsmängel geprüft. Vials, die auch nur einen kleinen Fehler haben, werden sofort aussortiert. Nach diesen abschließenden Kontrollen wird das Produkt wieder eingelagert. Und erst wenn alle Prüfergebnisse einer Charge ohne Beanstandung vorliegen, kann das Arzneimittel schließlich ausgeliefert werden. Höchster Aufwand für maximale Qualität. In all den Jahren unseres Bestehens hat kein unsteriles Produkt je das Wasserburger Arzneimittelwerk verlassen. Wir sind uns jeden Tag der hohen Verantwortung bewusst. Zum Wohle des Patienten.